Bleiben wir mal an dem Beispiel Nackendöner. Ich mag das eigentlich nicht so wiederholen. Schlag in den Nacken. Ja? Mhm. Wie geht man damit um, wenn man sowas sieht als Lehrerin? Ja, wir haben da so einen relativ festen Ablauf. Wir lassen erstmal beide Parteien das aufschreiben. Sozusagen, damit ist die Wut schon mal raus. Zurück zum Verfahren. Also Frau Seigmann darf sich ja auch gerne von der Fantasie her mit dran beteiligen. Fällt Ihnen ja nicht schwer, ist ja auch ihr täglich Brot. Ne? Da sitzt nun einer und ein anderer schicht zu. Und in dem Moment gucke ich hin. So. Da nützt es ja nichts, die jetzt schreiben zu lassen. Also was mache ich dann, damit das nicht weiter eskaliert? Gehe ich hin und pack den an? Darf ich das überhaupt? Darf ich den anfassen, zurückziehen? Ja, klar. Wenn der nicht gleich zurückgeht, was mache ich dann? Ja, klar. Also ich habe sogar die Pflicht, dazwischen zu gehen, wenn ich aufsichtsführende Person bin, natürlich. Ich muss die auseinanderbringen. Und dann machen wir tatsächlich meistens das, um sozusagen deren beiden Wut, denn die sind inzwischen beide auf 180, runterzukochen, dass sie dann erstmal schreiben. Durch die Schreiben die Wut fließt durch die Feder ein bisschen raus. Ja. Und dann können wir uns auch objektiver so ein Bild machen. Wer hat angefangen, womit ist diese Streitigkeit begonnen und so weiter. Kann man das so wegschreiben, also diese Aggression? Frau Seigmann, aus Ihrer Sicht ist das in dem Moment der Tat ein probates Mittel, so, wo man sagt, jetzt aber hier, ihr müsst euch jetzt, ich kenne das so, Streitschlichtung, jetzt entschuldigt euch erstmal. Also die Entschuldigung ist ja dann quasi der Abschluss, wenn ich das so will. Ich brauche ja zunächst etwas, wie Frau Lehndeckel das schon sagte, wo etwas abfließen kann. Das heißt, die Parteien zunächst einmal zu trennen, vielleicht auch jeden Einzelnen anzuhören, aber auch, dass beide erstmal loswerden können, beide Parteien, was da überhaupt gewesen ist. Das hier ist ein Streit im Prinzip, der da ist, und das ist genau die Situation, die ja am häufigsten ist im Prinzip, dass es eben nicht überfallartig der eine überfällt den anderen ist, sondern dass sich da etwas entwickelt hat. Was man gerade auch in dem Feld oder auch im Schulbereich sehr schwierig machen kann, ist irgendeinem Recht zu geben. Ne? Weil im Prinzip geht jetzt nicht darum, jetzt unbedingt Recht zu geben, sondern wie können diese Parteien auch in Zukunft miteinander wieder umgehen. Die sitzen ja jetzt wieder zusammen, die müssen nebeneinander im Unterricht sitzen, die müssen miteinander Sport machen. Ja, und das ist halt die Schwierigkeit. Aber in dem Moment, wo die streiten, wollen die ja sich nicht vertragen. Sonst hätten sie sich ja nicht gestritten. Ist das sowas, wie man sagt, man möchte aus Harmoniebedürfnis, sage ich mal, als Pädagoge oder als jemand, der Streitschlichten ist, möchte man auch gerne, dass spätestens, wenn die aus der Schule gehen, dass das dann irgendwie alles wieder gut ist. Ja, möchte man. Es ist so ein Grundbedürfnis, ja? Ja, möchte man. Und ich glaube dir selbst, dass die Schüler das auch möchten. Denn eigentlich sind die dann froh, wenn das geklärt ist. Die gucken sich dann meistens an und sagen Entschuldigung, Entschuldigung. Und letztendlich sind sie froh, dass sie sozusagen aus dieser Nummer rausgekommen sind. Und ich kann auch sagen, dass das ganz oft dann nicht mehr passiert. Das ist einfach so. Es ist dann auch gut. Das ist ja gerade die Situation, dass sich die Sachen entwickeln. Da war ja kein Vorsatz, ich will jetzt jemanden dort verletzen, sondern das war spielerisch und der andere hat im Prinzip überreagiert. Und das sehen wir leider oftmals sehr häufig, dass eigentlich derjenige, der zuerst angegangen wurde, weil der Ranzen geöffnet wurde, weil da was rausgenommen wird, über den Kopf hinweggeschmissen wird, der sich dann wehrt und dann der im Prinzip überreagiert dann im Prinzip und die Gewalt auch ausübt. Kann man denn, was das Gewaltverhalten oder das Neigen zu Gewalt, zu stärkere Gewalt, wir haben ja so, ich glaube, das sind noch nicht die höchsten Formen, die wir da benannt haben, Schienbein und Nacken, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, hat das zugenommen und aus kriminologischer Sicht, warum? Also die schwerste Gewalt unter Jugendlichen hat zugenommen. Das ist wirklich Tötungshandlungen, Amokläufe, das ja. Das kannte man bis vor 10 Jahren, kannte man so etwas unter Schülern überhaupt nicht. Mich hat das eben regelrecht geschockt, als Sie das gesagt haben. Tötungen, also ja. Das ist etwas, dass jemand seinen Lehrer erschießt, kannte man bis vor 10 Jahren so gut wie gar nicht. Das hat tatsächlich auch zugenommen. Was abgenommen hat in den letzten 2-3 Jahren, und wir beobachten das auch schon länger bei Schülerbefragungen, wenn sie von selbst erlebter Gewalt berichten, ist tatsächlich diese alltägliche Gewalt.